Commander, ich habe das Gerät gefunden, aber es scheint, als wäre es im Kampf beschädigt worden. Die Energiewerte spielen verrückt. Uns bleibt wohl nicht viel Zeit, bevor es explodiert. Shen arbeitet an einer Möglichkeit zur Stabilisierung des Dings. Aber dafür müssen wir nahe genug ran, um auf seinen Kern zugreifen zu können. Bleiben Sie im Schatten, bis wir die Lage geklärt haben. Genau. Ja, und damit hallo wieder. Ich habe ein bisschen verpennt. Und es ist jetzt schon 8 Uhr morgens. Und naja, der Mensch braucht auch mal seinen Schlaf. Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt hier diese Mission schaffen. Und ich habe mir überlegt, ich werde mal ein bisschen mit den Jungs hier zusammenbleiben. Die Admin-Offiziere scheinen fähiger als die normalen Fußtruppen zu sein. Wir wissen aber nicht, ob es an der Ausbildung oder der Gedankenkontrolle liegt. Commander, wir haben die Chance, Ihnen richtig weh zu tun. Stellen Sie sicher, dass wir unseren Vorteil optimal nutzen, bevor Sie den Kampf eröffnen. So, jetzt habt ihr aber genug gelabert. Jetzt bin ich wieder dran. Deswegen werde ich ein bisschen mit denen zusammenbleiben, damit sie sich besser gegenseitig den Feuerschutz geben können. Ich hoffe mal, dass das ein bisschen was bringt. Aber schauen wir mal. Erstmal möglichst schnell dort überhaupt hin. Und los geht's. Und ich habe festgestellt, man kann auch Fässer und so weiter, naja, für seinen Vorteil einsetzen, indem man die zerschießt. Da könnte man vielleicht ein bisschen, naja, Nutzen draus ziehen. Wäre mir ganz lieb. So, die verziehen sich. Sehr gut, der hat einen coolen Schal. Okay. So, ja, wir müssen erstmal schnell vorrücken, das nützt nichts. Ziel gesichtet. Genau, das habe ich schon länger gesichtet. Sie sollten die Sicherheitsprotokolle dieses Dings hacken können, um es zu stabilisieren. Shen lädt gerade den Code hoch. Der Shen, der hat's aber auch drauf, du. Meine Güte. Bestätigt. Wird erledigt. So, einen für die Nachhut, das ist schon mal ganz gut. Hallo? Wird gemacht. So, und dann sind die Aliens wieder dran. So, die kommen zurück. Okay, die haben uns entdeckt. Diese Einheiten bilden den Großteil der Advent-Truppen, mit denen wir zu tun haben. Sie sind diszipliniert und gut ausgerüstet, aber ihr Gehorsam macht sie berechenbar. Sie kommen von der Seite! Sie kommen von der Seite! Oh Mann. Naja. Okay, damit sind wir wieder dran. Das ist die Frage. Ja. ...34%, 38%, 3 bis 5 Schaden. Das heißt, den kriege ich keinesfalls down. Werde ich mit dem hier. Dorthin, glaube ich, gehen. Oder besser noch. Dorthin. Rücke zur Zielposition vor. Und dann den Sportsfront mal schnell erschießen. 44%, Mann. Ich stehe genau vor dem. Hallo? So, mein Reden. Ausgeschaltet. Okay. Der möchte dann bitte den da auch bitte treffen jetzt.
Moment mal, da kann ich ja eigentlich noch ein bisschen näher rangehen. Ist ja nicht so, und dann bin ich nämlich von dem anderen gleich besser in Deckung, genau. Okay, das heißt, ich werde dorthin gehen. Drücke aus! Und dann Feuer. Erledigt. Ziel neutralisiert. So, der... Also der hintere soll dann hacken gehen, oder? Ah, oder auch nicht. Könnte auch ganz gut sein, dass ich mit dem hinteren mal kurz zurückgehe. Bin unterwegs. Na, gucken wir mal. Ranger verfügen über einzigartige Ausrüstung für den Nahkampf. In der richtigen Situation können sie extrem effektiv sein. 3 bis 5. Ja. Okay, dann machen wir es lieber so. Ah, nur 5 Schaden. Ich meine, 3 bis 5. Mehr war eh nicht drin. Aber so wird der wahrscheinlich hoffentlich auf den schießen. So, mit dem gehe ich jetzt hier mal hin. Bestätigt. Rücke aus. Und, wie viel Schaden macht das Ding? 3 bis 4. Tja, da werde ich 38%. Hat noch volles Leben. Ich hack erst. Dann habe ich das nämlich hinter mir. So, dann ist das erledigt und die Aliens sind jetzt wieder dran. Bin gespannt. Normalisieren sich nur zumindest fast. Firebrand ist auf dem Weg, aber gehen Sie kein Risiko ein. Ah, Glück gehabt, dass er daneben geschossen hat. Feind im Gebiet aus. Sehr gut. Oh Mann. Okay. Ich würde sagen, er hier ist sehr angeschlagen. Dann geht der mal dorthin. Ich gebe mich zur Zielposition. Und ballert dann mal auf den Sportsfreund. Den müsste er ja wohl hoffentlich treffen. Wenn nicht, dann meine Güte. Hat er. Sehr gut. Feind ausgeschaltet. Und hat eine Loot-Zone freigeschaltet. Das können wir vielleicht gebrauchen. Erstmal nächsten Soldaten. Nämlich ihn hier. Ja, das ist jetzt die Frage mit dem Schwerthieb. Ihn bitte angreifen. Geht das denn überhaupt? Jawohl. Nein! Bestätigt. Ah, warte mal. Kann ich den Zug rückgängig machen? Ach, das ist doch kacke. Nur weil ich mich verklickt habe, oder was? Sie ähneln den Sektoriden, oh, nee. Auf die wir erstmals während der Invasion trafen. Aber ihre Genstruktur enthält nun auch menschliche DNA. Was Sie sind Spaß. Stärker denn je und ihr psionisches Potenzial ist noch höher. Ach, scheiße. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ja, ich muss den da erst ausschalten. Schon unterwegs. Nützt ja nichts, weil sonst... Sonst werde ich gleich wohl ein kleines Problemchen haben. Ja, genau. Es bewegt sich noch. Ja. Schon unterwegs. Sag mal. Ziel steht noch. Na super. Das ist schlecht gelaufen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Er hat ein Medikit.
Wie? Desorientiert? Okay, damit kann ich gerade noch leben. Übernommen worden oder so wäre echt ein bisschen schlimmer. Das war knapp. War es. Oh, das war genauso knapp. Schwerer Beschuss in dieser Zone. Okay, ich glaube, das war's. Sehr schön. Tja, die Frage ist, gehe ich da jetzt erst looten? Der ist eh fast tot. Mache ich. Verstanden. Rücke ab. Laservisier und Beweglichkeit. Laservisier. Die Waffenverbesserung erhöht die kritische Trefferchance. PKS Beweglichkeit. Die einfache Bewegungssimulation wurde zur Verbesserung der Reflexe des betroffenen Soldaten entwickelt und steigert die Ausweichchance im Kampf. Nice. Ich habe die Ware. Jo, und dann würde ich sagen, darfst du mal zurück ins Kampfgebiet. Und zwar hierhin. Nähere mich der Zielposition. Und jetzt wird's richtig interessant. 41%. Also ich komme ja nicht. Warte mal, wenn ich hier hingehen würde, dann hätte ich von dem keinerlei Deckung mehr. Das ist natürlich bedenklich. Ich fange mit dem anderen an. Nächster Soldat. So. Ah ja, das ist gut. Von da bin ich da ganz gut in Deckung. Dann werde ich... Da würde ich mich wahrscheinlich selbst blockieren. Ich muss den killen. Okay. Ich muss mit beiden Leuten da jetzt rein und drauf auf den Typen. Los, treffen bitte. Treffer. Very nice. Ach so, und der ist noch immer etwas betäubt. Das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich sehr schlecht. Schön Scheiß. Nein, nicht nachladen. Kann ich eine Granate da reinwerfen? Sieht ja so schlecht nicht aus. Ach Mann. Okay, den hat's gerissen. Ja, und Jane Kelly ist... Ah, geht doch noch. Rücke zur Zielposition vor. So, und dann einmal bitte Waffe abfeuern. Und jetzt bitte mit 88% müsstest du ja wohl treffen. Läuft. Schön. Erledigt. Jetzt habe ich nur noch die zwei. Bin ich gespannt. Der flitzt ein bisschen hin und her und weiß nicht, was er tun soll. Das gefällt mir sehr gut. Oh oh, da muss ich mich gleich mal verziehen. Okay, ich fange direkt da oben mit dem an, weil der LKW nämlich sonst gleich explodiert. Das habe ich dann auch schon mal gesehen. Und das wollen wir nicht. Die Frage, wo gehe ich hin? Ich muss weg von dem LKW. Dort bin ich komplett aus dem Kampf genommen. Das ist natürlich alles ein bisschen suboptimal. Hier wäre ich erstmal in Sicherheit. Und das mache ich auch. Erstmal weg da.
So, der kann mal hier hin vorrücken. Mal gucken, ob ich vielleicht von da aus irgendwas treffen kann. Schön wär's, wenn nicht, dann nicht. Ich nehme mal den. Ja, komm, 25 oder 26% ist egal. Naja. Feind steht noch. Das tut er. Meine Munition wird knapp. So, Emily Thompson kommt erst als nächste. Ich muss erstmal mit Jane Kelly arbeiten. Ach, Mist, jetzt habe ich mir natürlich hier selber die den Tag vermiest, indem ich mir hier vorne die Deckung genommen habe. Ich bleib in dieser Runde, glaube ich, mal ein bisschen in Deckung. Ich gehe hier hin. Ich gebe mich zu dieser Position. Oh nee, warte mal, das ist Jane Kelly. Die muss auch in Sicherheit bleiben. Die hat ja kaum noch Leben. Der andere, der darf da mal so ein bisschen forsch nach vorn. Ah, der hat da gar keine Deckung. Das ist, wenn ich hier bin. Habe ich keinen im Blick. Die Granate. Okay, warte mal. Die Granate könnte ich dorthin werfen. Ich hoffe, dass der LKW Köpfe runter direkt explodiert. Hat ja schon mal nicht so schlecht geklappt. So, Aliens sind wieder dran. Na, das hat ja sehr gut funktioniert, mein Sportsfreund. Oh, hat's auch. Verdammt. Ja. Aber macht nichts. Den sollten wir hier eigentlich relativ schnell loswerden können. Die Aliens können sie per Gedankenkontrolle steuern. Ah, doch noch jemand verloren. Verdammte Kiste. Hin. Naja, wen auch immer, 51% ist mir zu... Ich fange mit jemand anders an. Emily Thompson. Liebe gute Emily. Was denn? Einheit tragen? Nee. Befehl bestätigt. So, jetzt komm, du musst treffen. Hamburg, sehr gut. Ziel erledigt. Ich könnte etwas Munition gebrauchen. Damit ist auch der wieder ausgenockt. Und der möge dann mal hier hingehen. Bestätigt, rücke aus. Ah, es war unsere erste einzige Einheit, die befördert war, die da jetzt verstorben ist, ne? Aber ganz ehrlich, ich kann es leider nicht ändern. Bitte. Hamburg. Ich glaube, das waren alle, oder? Bedrohung ausgeschaltet. Jo, das war's. 1-5, Status bestätigt, Mission erfüllt. Naja. Eine verloren, aber für die erste Mission trotzdem nicht so schlecht, würde ich sagen. Und ich klicke mal auf Weiter und dann gucken wir mal, was passiert. Operation Wolf Zander, Trefferquote 72%, ist okay. Schaden pro Angriff 3,33, ist auch okay. 0,88 pro Runde. Und in Anbetracht dessen, was wir die ersten überhaupt nicht gekillt haben, ist das auch okay. Ja, also alles in allem läuft. Doof halt nur, dass wir Jane Kelly verloren haben. Aber gut, das ist jetzt halt mal so. Deswegen werde ich jetzt nicht neu laden. Es gibt ja auch diesen Hardcore-Mode, wo man dann nicht neu laden kann.
Einige unserer Soldaten haben sich redlich verdiente Beförderungen erarbeitet, Commander. Und Shen wird vermutlich auch mit ihnen reden wollen. Ja. In Gedenken an Private Jane Kelly. Okay, erstmal befördern. Spezialisten setzen auf dem Schlachtfeld Roboterdrohnen ein, die zu unserer fortschrittlichsten Ausrüstung gehören. Diese können für den Kampf oder für medizinische Dienste ausgestattet werden. Ja, nice. Hilfsprotokoll. Fehlt einem Granite, sich seinem verbündeten Ziel zu bewegen. Er gewährt in diesem Runde bis zu Beginn der nächsten Runde einen Bonus auf Verteidigung. Nett. So, das kann ich erst beim nächsten Mal, ist klar. Okay. Ja, nett. Aber was kriegt er dazu? Beziehungsweise sie? Eine Menge Frauen unterwegs hier. Sind unsere Sprengstoffexperten. Sie setzen schwere Sprengkörper ein, wann und wo immer wir sie brauchen. Das ist gut. Neue Fähigkeit, die Granate abfeuern. Der Granadier benutzt einen Granatwerfer, um Granaten abzufeuern, statt sie zu werfen. Dies ermöglicht eine höhere Reichweite und Granatenkapazität. Nett. Ist gekauft. So, was hat der schwer Verwundete hier noch Neues? Scharfschütze wetten. Wie der Name schon sagt, greifen unsere Scharfschützen feindliche Ziele aus enormer Distanz und mit tödlicher Präzision an. Für den Fall eines Zusammenstoßes im Nahkampf sind sie außerdem im Umgang mit Pistolen geübt. Jo. Dann machen wir das mal. Tja, und nochmal, Kelly, tut mir leid, aber ich kann es nicht ändern. Diese Gegenstände sollten uns in unserem Kampf gegen die Aliens behilflich sein. Haben Sie einen Moment Zeit, Commander? Ich habe einige interessante Dinge in Bezug auf das Implantat herausgefunden, das wir aus Ihnen herausgeholt haben. Jo, habe ich. Gehen wir mal hin. Warum stehen Sie alle nur herum? Kommen Sie! Bringen wir ihn rein! Mission complete! So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich in diesem Bildschirm hier abspeichern kann. Kann ich? Dann würde ich sagen... Folge 2 fertig. So, bestätigen. Und ja, zurück zum Spiel. Ich werde jetzt die Folge hochladen und dann nehme ich direkt die nächste auf. Bis gleich und ciao.